Herzlich willkommen zu meinem neuen kleinen Projekt, was ich jetzt hier zur Weihnachtszeit für euch starten werde. Weihnachtszeit ist für mich Final Fantasy Zeit. Und deshalb habe ich jetzt hier die PC-Version zu Final Fantasy 3 rausgekramt. Wohlgemerkt das richtige Final Fantasy 3, nicht Final Fantasy 6, was die Amerikaner als 3 bezeichnen, sondern das, was erst 2006 oder so, nach Europa gekommen ist, mit dem DS Neuauflage und für den PC gibt es jetzt hier auch die DS-Neuauflage. Ich hoffe, es funktioniert. Manchmal stürzt es ab, wenn ich jetzt hier in den ins Intro gehe. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht klappt es. Square Enix, Matrix Software, soweit so gut. Noch ist es nicht abgestürzt. Das Intro, soweit komme ich auch immer noch, aber anscheinend, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Weil das Problem ist, die Steam-Overlays bringen das manchmal zum Absturz und deshalb habe ich jetzt einfach mal gewartet. Aber es scheint zu funktionieren. Genießen wir erstmal hier das kleine Intro. Die Sache ist auch nachher, der Ton ist ein bisschen sehr laut am Anfang. Ich kann ihn erst leiser stellen nach dem ersten Kampf, deshalb nicht wundern, der wird ein bisschen sehr laut sein. Wir müssen es dann nachher runterstellen, dann sollte es aber für die nächsten Spielstände gespeichert sein. Ach, geht's jetzt wieder von vorne los, oder? Bin jetzt nicht ganz sicher. Nee, das hat man noch nicht. So, Final Fantasy 3. Beliebige Taste drücken zum Starten. Wir starten ein neues Spiel. Ich sagte, am Anfang ist es ein bisschen laut. Wir müssen einfach den ersten abwarten. Den ersten Kampf. Autsch! Ich habe das Loch gar nicht gesehen. Wo bin ich nur hineingeraten? Ein weiser Junge, der bei Nina und dem ältesten Topapa im Dorf Ur aufwuchs. Seine Neugier und Abenteuerlust lassen in ein Loch fallen, das sich bei riesigen Erdbeben auftat. Ja, wir nennen dich mal um, verwenden die Tastatur, um ihn umzunennen. Wie mache ich das? So. Wir nennen dich einfach mal Phil. Das ist ein einfacher Name, kann ich mir besser merken. So. Oh je.
So, wir haben noch keine Magie. Wir haben, können uns nur verteidigen. Dann kriegen wir weniger Schaden. Und wir haben auch keine Items. Aber natürlich ist Angriff die beste Verteidigung. Deshalb hier erstmal auf dem hier. Und weiter, Attacke! Waren das Monster? Wieso habe ich bloß das Gefühl, dass es hier nicht sicher ist? So, nicht fortsetzen. Das erste, was ich jetzt sage, wir müssen die Konfiguration reingehen und die Lautstärke runterschrauben. So. Soundeffekte auch ein bisschen. So, und schon kriege ich keine Kopfschmerzen mehr. Ah. Gut. Oh, oh, der nächste Kampf. Angriff. Tata. Ich liebe diese Verfahren. Berufsstufe von Phil ist aufgestiegen. Was für einen Beruf habe ich eigentlich? Die Truhe enthielt ein Lederschild. Das tun wir... Ah, gleich mal aussetzen. Ausrüsten. Rüsten. Ah, ich bin Freiberufler, okay. Linke Hand, Lederschild. Perfekt. Das ist übrigens das erste Final Fantasy gewesen, das ein Berufssystem hatte. Truhe enthielt Porschen. Und, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, nicht Start zu drücken die ganze Zeit. So, und das benutzen wir jetzt auch schnell. Item. So. Und Angriff. Okay. Dieser Felsen sieht merkwürdig aus. Drücke Z, um einen tieferen Einblick zu gewinnen. Okay, was ist jetzt Z? Nein, nein, nein. A ist Z, okay. Eine weitere Truhe. Und ein weiterer Hinterhalt. Angriff! Ja, und schon wieder erfolgreich. Es gibt nichts Schöneres als die Final Fantasy Fanfaren. Schon ein Grund, warum ich... Oh, ein Langschwert. Gleich mal ausrüsten. Langschwert, rüsten. Messer, Langschwert. Macht mehr Schaden, ist besser. Schon eine der Sachen, die mir bei Final Fantasy 13 gefehlt haben, dass es nicht die Fanfaren gab. So. Die Truhe enthielt ein Antarktiswind. Was ist nochmal ein Antarktis? Ah, Wind. Item. Erteilt Eisschaden, okay. Ich habe das Spiel zwar schon auf verschiedensten Iterationen gespielt, also. Ich habe es auf dem 3DS gespielt. Ich habe eine Virtual Console Version für die Wii U. Oder Wii. Ich habe das iOS Update gespielt, was im Prinzip grafisch genauso ist wie das, was wir hier sehen. Genauso auch wieder DS-Verteil. Aber ich finde immer, der Anfang ist relativ anspruchsvoll. Also wenn man da nicht aufpasst, stoppt man da relativ schnell. Also vielleicht auch nicht. Ich bin halt, hab mich vielleicht auch früher einfach nur dämlich angestellt. Kann auch sein. Stirb schon, du Todesblume!
Endlich. Stufe von Phil ist gestiegen. Wunderbar. Berufsstufe von Phil ist auch gestiegen. Was auch immer ich mit dem Freischaffen... Okay. Wir haben wieder ein bisschen Heilung in Reserve, wenn es schwierig wird. So. Erst nochmal die Kiste hier plündern. Hm. Angriff. Los, komm, mach ihn satt. Okay, jetzt die Truhe aber. Die Truhe enthielt nochmal eine Potion. Ich liebe Zufallskämpfe. Autsch, hör auf. Okay, da hinten ist der Aufstieg, aber wir werden den Aufstieg noch nicht nehmen. Es kann sein, ich habe keine Ahnung mehr, also ob da noch irgendwelche Truhen sind oder so. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon länger her, dass ich das mal gespielt habe. Aber rein aus Final Fantasy-Manier, guckt mal erstmal in die andere Richtung. Da sind garantiert irgendwo noch Schätze versteckt. Zumindest in den moderneren Teilen. Ja, und schon wieder. Ich liebe diese Fanfaren. So, da haben wir nochmal eine Truhe. Ich hab's doch gesagt. Und nochmal ein Arktiswind. Auch nicht schlecht. Eine Quelle. So seltsame Farben. Macht die was? Lebenspunkte und Mana-Punkte wiederhergestellt. Wunderbar, dann haben wir uns gleich mal die Potion gespart. Und Attacke! Immer auf das Blümchen. Und nochmal ist der Beruf aufgestiegen. Wunderbar. So. Ja. Wir kommen gar nicht erst bis zur Treppe. Und nochmal. Und Attacke. Den hätten wir auch geschafft. Und jetzt schnurstracks zur Treppe. Komm. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, geschafft. Wunderbar. Okay, wo bin ich jetzt hier? Was auch immer das für ein Raum ist, wir finden es raus. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich sag danke, dass ihr zugeschaut habt und hoffe auch, dass ihr am ersten Weihnachtsfeiertag einschaltet, wenn es wieder heißt Final Fantasy 3. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder. Morgen nämlich.